mit unserer ersten Kategorie, und zwar Almanja Scharke. Bin ich richtig? Almanja Scharke, das heißt auf Deutsch übersetzt türkische Muttersprache, die deutsche Lieder singen. Ja. Und ve birincilerin seçimi siz de takdir edeceksiniz ki hiç de kolay olmadı. Önümüzdeki saatlerde tam olarak neden bahsettiğimize siz de şahit olacaksınız. Sizleri ve ekranları başındaki çok kıymetli seyircilerimizi ve her iki kültürün engin hazinelerinin itinale seçilmiş, alın teleriyle bezinmiş, türlü türlü performansla bir araya getiren gençlerle buluşturacağız. Dann würde ich sagen, sehen Sie nun die Zusammenfassung der Beiträge. Buyurun efendim. Komm und fang mit mir den Sonnenschein. Lass die Liebe in dein Herz hinein. Und hau das Eis mit deinem Lächeln auf. Die Sonne scheint für alle. Das ist der Moment, in den ich liege, der mich wieder auf den Boden bringt. Das ist der beste Moment. Ein bisschen Frieden, ein bisschen träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Evet sayın seyirciler ve şimdi bu güzide parçaların asıl sahipleri geliyor. Nun unsere drei Finalistinnen, bitte schön. Herzlich willkommen. Ve kendilerine hediyelerini vermek üzere gazeteci yazar Sayın Aykut Işıklar Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Buyurun, şöyle buyurun efendim. So, evet. Hier in diesem Briefumschlag. Zarf geldi. Burada derecelendirmeler var. Onları üçten başlayarak okumanızı rica ediyoruz. Tabii ki yardımcı olabilirim. Hayır, tamam, tabii ki. Hemen. Şöyle buyurun. So. Ja, es ist streng geheim, deshalb ist es auch gut verpackt hier. Tabii ki, isimler kağıt yolu. 3 numara Merve Akın. Evet, Merve Akın 3 numara. Herzlichen Glückwunsch. 2 numara Bedia Harnupoğlu. Evet, 2. Bedia Harnupoğlu, tebrik ediyoruz. Bir numara İrem Alma. Evet, İrem Alma diyor ama aldı birinciliği. Aykut Bey teşekkür ediyoruz, mikrofonu alıyorum. Ödüllerini takdim etmek üzere. Şöyle buyurun efendim. Ja, willkommen, Merve Akın, für den wundervollen Beitrag. Die Medaille überreicht, sie kommt aus Würzburg. Mal hart gekämpft, freut uns sehr. Der zweitplatzierte Bedia Harnupoğlu aus Neuss. Super habt ihr das gemacht. Efendim, und die erstplatzierte İrem Alma aus Esslingen. Ja, und meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen natürlich die Lieder im Ganzen nicht vorenthalten. Sie werden nun gleich von unseren reizenden Finalistinnen ein Potpourri zu hören gekommen. Bühne frei? Jawohl, für Bedia. Thank you.
Komm und fang mit mir den Sonnenschein.